The fair traveler team went to meet Irvin at the Museum Casa Storica, the second fair spot of our fair crawl in Nature Park Beveren. This is his story. Kommen und dann habe ich Franz Schlichtstücke auch und Geschichten und so. Und dann, ja, und dann ist es so groß geworden. Und dann haben wir eine Garage gesucht. Garage oder eine kleine Unterkunft oder irgendwo eine Ecke. Und dann habe ich schon gedacht, nur so ein kleiner Ausstellungsraum, das wäre schon auch, um ein bisschen was zu zeigen. Und dann ist per Zufall dieses Haus leer geworden und der Kirchgemeinde noch vermacht worden von der letzten Besitzerin. Die war in Chur anwesend, die hat das acht vielleicht, ja. So richtig sammeln tue ich seit acht. Und das Haus haben wir seit 11, eineinhalb Jahre nur eigentlich, das ist ja nur Hobby, eingerichtet. Also seit 13 haben wir Betrieb, ja. Seit 13. Casa Storica is a special museum where you are allowed to touch the artifacts. Dann können sie eben auch mal was in die Hand nehmen, oder? Was halt in einem anderen Museum nicht geht. Oder das ist zum Beispiel ein Original, oder? Das können sie sonst halt nicht zeigen. Die sind sonst hinter Gitter. Süßigkeiten. Das sind Süßigkeiten jetzt zum Beispiel oder so. Ja. Das Kind auch. Heute gibt es ja, die Museen sind ja fantastisch, die sind genial, die staatlichen. Genial teuer, darum kann ich es ja gar nicht. Diese Vitrinen, Beleuchtungen, Inszenierung ist schön, oder? Aber irgendwo haben wir auch Distanz. Eben, man will doch schauen. Ja, man will, es geht ja nicht anders, oder? Man muss doch schnell reinschauen und so. Die sind von meinem Schwiegervater. Wow. Die hat er getragen. Selber? Ja, natürlich. Ich habe noch neben ihm gemäht in diesen Schuhen, da er in diesen und ich in anderen. Das ist denn richtig schwer? Ja, das ist, die hat er vor, als er 18 war. Irvin knows the story of each artifact in his museum. He also collects stories from the elders in the village of Ander and its region of Nature Park Beveren in Switzerland. Wie viele Gegenstände hast du hier? Keine Ahnung, das zähle ich nicht. Es ist nicht so, was ist ja sonst eigentlich ein Verein, hier eine Stiftung, eine irgendwas. Das da ist einfach mein Hobby. We went up to see all three floors of Casa Storica. Ich habe schon auch die historische Sache, nicht das, das sind zum Beispiel Fuhrbriefe, alles Speditionsbriefe zwischen Mailand, Genua und im Norden Nürnberg aus den Städten, die Spediteure, die sich ihre Briefe, die den Verkehr abwickeln. Das sind alles Originalbriefe. Ich habe mich eigentlich selbst, letztlich. Denn es ist ja ein Spiel, es ist ja kürzlich, es lebt, diese Welt steht nicht mehr da. Aber wir wollen sie auch nicht nur so tun als ob, sondern sie ja schon zeigen. Sieht aber, so aus, als wäre es echt. Ja, die Dinge sind echt. Hier auch viel und viel praktischer. Also da drüben nicht, das lebt ja nicht mehr. Also das ist jetzt da zum Beispiel natürlich, ist auch noch mein Klo, oder? Das habe ich auch noch da. Oh, wow. Eine Rolle. Je nachdem. Oder kommt halt aufs Publikum drauf an. Aber wenn ich. Also das ist sehr anspruchsvoll, die Rolle, muss ich schon sagen. Ja. Es geht darum, da an dem erkläre ich zum Beispiel, warum die Schule heute so viel, also warum die Kinder so lange zur Schule müssen heute und so. All the stories that Irvin collects from the elders of the region, he plays them out, which makes Casa Storica not only an extraordinary museum, but a theater with all the olden stories. Ich gehe 10, 12 Rollen, tauche ich immer wieder auf. Vom Tourismus begleitet jemand die Gruppe, das sind dann höchstens 30 Personen, ohne Mikro, nichts, kein Licht und nichts. Und dann gehen wir die Treppenanlage runter und ich komme und gehe in verschiedenen Rollen und spiele Leute aus den Zeiten, aus den Wochen. Ich entwickle natürlich aus der Geschichte der Region einfach, was man in jedem Geschichtsbuch lesen kann, gibt ja auch wieder Anlass zu. Und was ich dann wieder im Dorf höre von Leuten und was so, und das gibt dann die Geschichten. Und gewisses stelle ich mir dann mal vor und fülle dazwischen. Und ja, oder da kommt ein Dokument, also hier zum Beispiel, die klassische Geschichte hier ist die, wenn der Säumer auf der Straße ist, sprich auf dem Weg, auf dem Saumweg früher, dann hat er seine Landwirtschaft vernachlässigen müssen im Sommer, nicht? Dann braucht es Knechte, die kommen aus der Region von Bergamo. Bergamaschi werden das hier im Dorf, die kenne ich, das weiß ich von alten Leuten, wie das war und wie sie sind, wie sie gesungen haben. Und das, die alten Leute haben das noch im Herzen, dann kann ich mir das im Herzen, oder? Und ich habe so eine alte Frau noch mit der sprechen können, die ist über 80 jetzt, wie sie erzählt hat. Und wenn ich dann ihre Augen gesehen habe und so, und Leute, die dann spüre ich, mir gefällt diese Rolle, weil für sie ist das ihr Leben noch. Und wenn, da kann es passieren, dass ich dann singe und dann singen sie mit. Und was natürlich schon schön ist, wenn ich
wenn ich durchs Haus bin, am Schluss sind es eigentlich nicht meine Geschichten gewesen, sondern meistens haben die Leute ihre Geschichten wiederbelebt. Ich spüre dann, also wir gehen nie eine Treppe, zwei hoch, dann den Keller, dann hier und spätestens hier auf der Treppe, wenn ich voraus, höre ich die Kommentare hinten. Dann ist der Kopf der Tief, du hast auch automatisch sowas gemacht. Es ist die eigene, oder dann die Erinnerung, das hatten wir auch und bei Großmutter und so. Und dann geht es zurück und am Schluss. Und zum anderen habe ich ein Alibi gefunden meiner Frau gegenüber, dass ich weiter sammeln kann. Und jetzt ist es voll und jetzt habe ich wieder kein Alibi und jetzt muss ich schauen. Ja.